Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade auf Griefer Games und mit dabei ist mal wieder YPEX. Hey ho. Warte mal, was hat der denn für Kopf da vorne? Guck mal. Lol, der hat einen Spawner. Lol. Ja, warte moin. Mal. Wirklich jetzt View Armor? Ich guck mal bei dem rein, beim Krodon. Lol, was geht bei ihm ab? Wie cool ist das denn? Der hat einfach wirklich einen Spawner aufgesetzt. Das sieht ja mal so gut aus. Ja, moin. Vor allem, wie reich ist der bitte? Weil ein Spawner ist ja gerade übel viel wert. Ja, lol. Schon. Okay. Obwohl, als Design würde ich einen, glaube ich, auch machen, also wenn ich einen hätte. Richtig cool. Ja, Leute, wie auch immer, wir werden in dieser Folge mal wieder ein bisschen Wünsche von euch erfüllen. Das heißt, wir werden zwei auf dem Server gleich aussuchen, die sich wünschen können, was sie wollen. Und einen moven wir im Teamspeak und der kann sich sogar Ränge wünschen. Und dazu sind wir heute mal auf Citybuild 10, weil wir natürlich auch nicht einfach die Citybuilds vernachlässigen wollen. Viele schreiben halt, wir sind immer nur auf Citybuild 1 und sowas. Aber ne, das ändert sich jetzt. Wir werden auch immer auf andere Citybuilds draufgehen. Außerdem gibt es hier auf Citybuild 10, ich zeige euch das mal ganz kurz, hier gibt es noch super viele freie Grundstücke. Guck mal, die sind alle noch frei hier in der ersten Reihe. Und ich würde sagen, in diesem Video verlose ich das erste freie Grundstück auf Instagram. Deswegen folgt bitte auf Instagram einfach abgeinsta und dann werde ich einen Storypost demnächst machen. Und da müsst ihr euren Minecraft-Namen reinschreiben und dann könnt ihr eben gewinnen, Leute. Ich sag's mal so, beim letzten Gewinnspiel haben gar nicht so viele Leute teilgenommen, weil Instagram ist halt auch sehr unbekannt. Das heißt, ihr habt vielleicht eine ganz gute Chance, hier sogar wirklich ein Grundstück zu bekommen. Und ich würde sagen, wir verlosen als allererstes mal direkt das hier vor. Also dieses Grundstück hier vorne wird verlost. Also, wo ich gerade draufstehe, oder? Nee. Aber das ist nämlich das ganz vorne, weil das ist mal wahrscheinlich am meisten. Ach so, das ist das Beste, oder was? Also, das ist das Beste, weil, wenn du es ja spawn machst, kannst du direkt gerade auslaufen. Das hier ist auf jeden Fall das Beste, was die Leute haben wollen. Ach, das hier, mit dem Schwamm, ne? Ja, genau. Ach so, ja, da bewegt sich gerade ein Schwamm. Ey, du Schwamm, was soll denn das hier? Er denkt, das ist kein Spieler. Ach, moin. Also Leute, das hier werden wir auf jeden Fall dann verlosen. Ne? Das, wo man direkt drauf guckt, das beste Grundstück, was es auf Citybuild 10 gibt, das geht auf Instagram raus nach diesem Video. Also nur abgeinsta einfach folgen, guck zu Ende und dann einfach mal reinfolgen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los, YPEX. Du kannst dir jetzt die Augen zumachen. Okay, und du musst einfach gleich irgendwann Stopp sagen, okay? Wieso muss ich meine Augen zumachen? Weil ich mir das gerne vorstelle. Okay. Und los. Okay, ich mach meine Augen zu und stopp. Oh, warte, wir haben schon jemanden gefunden und zwar Zomkte. Sollen wir mal, du bist ja gar nicht im Vanish, ne? Nö. Warte mal, wir können dich ja mal verzaubern, YPEX. Okay. Was ist denn, wenn wir dich, Weihnachtsmann, geht das? Weihnachtsmann, ja moin. Bin ich jetzt ein Weihnachtsmann? Was, wie siehst du denn ich aus, ich sehe das nicht, aber was bin ich, was hast du getan, Abke? Was bin ich? Denken die Typen jetzt da unten, dass ich geisteskrank bin oder bin ich noch normal? Wie auch immer, YPEX, du bist jetzt der Weihnachtsmann. Nein, ich bin nicht. Wenn der Weihnachtsmann so aussieht, Leute, ne, dann. Du siehst so komisch aus. Okay, egal, wir gehen mal zum ersten, zum Zonkte. Was macht der denn gerade hier? Ach nein, ich glaube, der farmt AFK. Ja, der hat aber seine Spitzhacke kaputt, deswegen haut der mit der Hand. Oh ja, nein, der ist einfach, der ist gar nicht da. Wir gehen zu wem anderes. Sag am besten nochmal Stopp, okay? Okay, ich mach meine Augen wieder zu, weil ich es machen muss. Okay. Und Stopp. Okay, gehen wir zu dem hier. Oh, ich glaube, der ist neu. Hallo. Okay. Wie heißt der? Zippy. Zippy. Hallo, Zippy. Hallo, Zippy. Nee, warte. Zippy, das tut mir jetzt super. Das war, ja. Was hast du getan? Zippy ist gerade gestorben. Ach nein, Zippy ist, glaube ich, gerade auch nicht da. Wieso sind die denn alle gerade nicht da? Ich sammle mal ganz schnell sein Zeug ein, weil ich habe ihn aus Versehen einfach getötet, weißt du? Und pack das hier einfach mal in eine Truhe rein. Moment hier. So, Zippy, du sollst ja auch deine Sachen noch behalten. Leider ist er gerade nicht da, YPEX. Wir müssen hier ein anderes nehmen. Ah, okay. Wir müssen nochmal jemand anderes nehmen. Ich packe natürlich hier alles einfach mal rein. So. Und dann würde ich sagen, sag am besten nochmal Stopp. Ich hoffe, jetzt erwischen wir einen. Oh, okay. Oh, perfekt, wir haben jemanden. Okay. Der Pev. Bewegt er sich auch? Ja, der bewegt sich sogar. Der hüllt gerade ein Grundstück aus. Hallo. So, Weihnachtsmann ist am Start. Ich gehe mal. Ich kenne Weihnachtsmann. Ich sehe so bestimmt so kacke aus. Ich sehe das nicht. Doch, du bist ein Weihnachtsmann, häufig. Okay, hier ist schon mal ein Schild. Schreib dir mal, was er sich wünscht. Er darf sich wünschen, was er möchte, okay? Okay, nein, das schreibe ich nicht. Das ist zu lang. Wollte fragen, was ich der Weihnachtsmann bin und wollte fragen, was er sich wünscht. Hey, halben Roman, YPEX. Schreib am besten hier eine ganze Geschichte, eine Lebensgeschichte, weißt du, wie du zum Weihnachtsmann geworden bist. Der fragt sich bestimmt auch so, hey, was ist denn, was ist das denn für ein Spinner, weißt du? Hey, was wünschst du? Genau sowas. Was wünschst du dir? Mal gucken. Ja, ich wollte eigentlich wirklich zu viel schreiben, glaube ich. Ich hätte 30 Schilder gerade vollschreiben können mit der Idee, die ich gerade hatte. Oh Mann. So, der schreibt, ja gut, er wünscht, ja, Soll ich nochmal schreiben? Nein. Gib ihm nochmal sein Schild hier und dann, alles, was du
möchtest. Außer natürlich verbotene Items oder so. Natürlich, verbotene Items gehen nicht. Und nur wenn man im Teamspeak gemoved wird, Leute, dann kann man auch einen Rang bekommen, einfach so. Was, das wenn kann man sich jetzt einen Rang wünscht, weil er denkt, okay. Ja, das geht nicht, dann müssen wir sagen, dass das nicht geht. Das geht nur, wenn man im Teamspeak gemoved wird und jede Folge moven wir einen im Teamspeak. Ja, weil bei verbotenen Blöcken ist es ja so, dass wir dann einfach aufheben, weil wir dann sagen, wir einfach. Aber wir können das mal so machen, Leute. Wenn ihr Bock habt, dass wir mal zwei im Teamspeak moven, ne? Dann gebt doch einfach mal einen Daumen nach oben oder schreibt es direkt in die Kommentare, dass ich das sehe. Dann moven wir vielleicht mal in der nächsten Folge 2 im Teamspeak und dann gucken wir uns so einen auf dem Server an, damit wir quasi mehr Ränge verlosen können, okay? Wenn sie es wollen. Also der Letzte wollte das ja auch gar nicht. Stimmt, ich glaube der Letzte, der ein wenig TNT. Genau. Echt jetzt? TNT? Ein wenig TNT für das Aushöhlen. Ja. Hätte sich auch einfach wünschen können, dass es ausgehöhlt ist. Na, alles gut. Er hat sich TNT gewünscht. Okay. Ich meine, diesen Wunsch werden wir natürlich mehr erfüllen. Ich setze hier einfach mal eine Truhe hin. Eine Redstone. Dann würde ich mal sagen, ja, eine Redstone-Truhe. Und dann mache ich die einfach mal voll. Und wir ballern hier mal ein bisschen TNT rein und dann hat er seinen Wunsch erfüllt. Ich meine, vielleicht braucht er auch TNT generell, weißt du, vielleicht will er ja noch mehr Grundstücke aushöhlen. Ja, okay. Ich mache hier mal einfach die ganze Truhe voll TNT, das müsste, glaube ich, reichen, Leute. Ich glaube sogar, dass das relativ viel wert ist, das ganze TNT. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, der freut sich darüber. Ne? Hier ich glaube nicht, ihr habt mal mit Flo dieses TNT-Teil da gebaut. Ich glaube, TNT ist einfach nee, ich weiß aber, dass TNT immer noch ein bisschen gehandelt wird. Also natürlich ist das jetzt nicht Millionen wert. Okay, weißt du, Beweis abgegeben bitte in den Kommentaren, dass es nichts wert ist. Ja, 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 ja. Ihr könnt es einfach reinschreiben, ob TNT einen Wert hat oder nicht. Ne? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich hoffe, der freut sich hier und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten, oder? Ja, können wir machen. Gut, ich starte den Random-Generator und dann schreibt einfach mal, sag einfach mal Stopp, ja? Stopp. Okay. Wir sind beim... Och nein, der hat auch eine AFK-Farm. Ist der da? Oh, jetzt macht er es. Ah ja, er ist da. Okay. Ist auf jeden Fall da. Wie heißt der? Ey, das ist der Juk. Warte, ich hol dich mal her. Okay. Der Juk. So. Hallo. Setz ihm mal ein Schild hin, Vipex. Frag ihn mal, was er sich wünscht, lieber Weihnachtsmann. Was so, der hat auf jeden Fall Grief. Ich guck mich hier mal ein bisschen um so lange, Leute. Was ist denn los hier? Mal gucken, ob er das checkt, wenn ich einfach nur schreibe, was ich für ihn tun kann. Moin, wir sind hier. Oh, das ist aber, ich glaube, es ist ein großes Haus. Ach du, yeah, okay. Der hat einen riesigen Turm, okay. Ich glaube, er hat kein Schild, aber der baut es einfach ab. Hallo. Hast du es gelesen? Hallo. Der hat gar keinen Bock, jetzt zu antworten. Nee, doch. Versucht mir wahrscheinlich zu antworten, aber er hatte kein Schild. Ich habe ihm mal eins zugeworfen, mal gucken. Hallo? Hallo? Hallo, Juk, willst du nichts machen? Hier ist noch ein Schild. Brauchst du noch eins? Das habe ich gelesen, hä? Versucht ihr mir gerade per MSG oder so zu schreiben, weil du mich umbenannt hast? Irgendwie macht der gerade nichts, ne? Warte mal, ich stelle das Schild nochmal da hinten hin. Hat der das, der hat das doch gelesen, oder? Eigentlich schon, warte mal, hier, komm, hey. Hey, kann das sein, dass der sich dafür einfach nicht interessiert? Hallo. Das hast du jetzt gesetzt, ne? Was, ja, kann ich, Hä, der geht einfach... Ja. Er brennt einfach jetzt seine Steine. Er juckt sich dafür gar nicht. Der will nichts gewünscht haben. Hallo, jetzt guckt der Schild an. Hä? Junge, hä? Komm jetzt. Hallo, hier. Ja, Sneak. Da, da steht was. Sonst frag ihn mal, was er sich wünscht. Vielleicht versteht er das einfach gar nicht, weißt du? Okay. Ja, doch, er schreibt. Er schreibt was, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was er schreibt. Ich glaube, du musst wirklich schreiben, was er sich wünscht. Sonst denkt er noch, du willst ihn nur ärgern oder so, weißt du? Okay. Gucken, was er jetzt auf das Schild drauf schreibt. Was wünscht. So. Ja. Juk. Ach, er würde einen Vierer-Merch haben. Okay. Das können wir auf jeden Fall wahr machen, Leute. Ein Vierer-Merch geht auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube, er hat sich gerade zurückerinnert, dass du irgendwann sowas gemacht hast oder so. Ich glaube, er weiß jetzt, worum es geht. Das kann gut sein, ja. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier vorne einfach die Grund... Oh, da ist ein Schild drauf. Dann nehmen wir die Grundstücke hier vorne. Die sind direkt in der Nähe. Und dann würde ich sagen, merge ich die für Juk zusammen. Oh, da ist ja auch was drauf, verdammt. Warte, da muss ich mal ganz kurz ein Grundstück in der Nähe finden, wo wir das gut machen können. Ach, die vier, die sind sogar direkt nebenan. Perfekt. Dann nehmen wir die vier Grundstücke, Leute. Und merchen die dem gleich einfach. Und dann hat er ein schönes Merch-Grundstück. Das hat sogar einen echten, einen ganz guten Wert. Ja. So. So. Und so. Oh, jetzt habe ich sogar noch mit dem Haus hier dran gemercht. Ja, oh. Ja, gut. Aber ich glaube, das ist trotzdem ganz cool, weil dann kann er richtig schön expandieren, weißt du? Ich denke, das ist ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir teleportieren nochmal nach draußen, weil er ist noch unten. Sieht er gar nicht. So, ich guck mal unter die Erde. Hier ist nichts gebaut. Na ja, okay. Dann hole ich immer her den Juk. Und ich hoffe, er freut sich über sein neues, sogar 5er-Merch, Leute. Das ist halt auch ziemlich nice. Das kann er jetzt nur nicht traden, aber er kann was richtig Fettes bauen. Er schreibt was, er schreibt.
Danke, danke. Super, okay. Ja, nice. Nice, Leute, der freut sich auch. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal zum Spawn und jetzt werde ich hier im Teamspeak noch jemanden moven und der kann sich wirklich alles wünschen, auch Ränge, alles, was er möchte. Ich würde sagen, dazu halte ich mir jetzt einfach mal die Augen zu. Moment, so, wir scrollen ein bisschen runter, ne? Einfach mal hier hin. Und dann mache ich jetzt die Augen zu und wir gucken mal. Wir nehmen einfach mal den hier. So, wir nehmen, oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah ja, ja, okay. Hast du jemanden gefunden? Ja. Den, ich glaube, ich habe den hier gefunden. Den, okay. Ja, ich move den einfach mal hoch, okay? Okay. So. Hallo. Hallo. Was geht? Wer hat mir gerade meine Talk Power weggenommen? Nein, du bist woanders. Hi. Hey. Was geht ab? Wo bin ich? Du bist ganz oben, wir nehmen gerade was auf. Okay. So, pass auf, wir nehmen gerade eine Folge Wünsche erfüllen auf. Du wurdest gerade ausgewählt. Nee. Ist das okay für dich, wenn du in der Folge drin bist? Das ist voll okay für mich. Super, dann, ja, ich weiß nicht, ob du das Format kennst, aber du darfst dir jetzt wünschen, was du möchtest. Ich gucke all deine Videos, ja, ich kenne das Format. Perfekt, du bist ausgewählt, du kannst dir wünschen, was du möchtest. Auf welchem Zettel bist du gerade? Was ich möchte. Was du möchtest, ja. Ja. Alles, was ich möchte. Alles, was du möchtest, ja. Okay, ich wünsche mir keinen Rang ab, gell? Du wünschst dir keinen Rang? Ja, okay. Ich wünsche mir keinen Rang. Ich weiß aber, dass ich das wünschen könnte, okay? Was wünschst du dir denn dann? Ich gucke alle Videos. Du weißt doch, dass nur auf CB10, jetzt wird's interessant. Hast du da Klotz geclaimed um den Spawn? Ja. Wenn man gerade ausläuft, da kommt direkt ein GS. Weißt du? Das willst du haben? Ich will alle vier, wo man gerade ausläuft. Geht das? Ja. Abge. Alles, was man möchte, hast du gesagt. Gell? Okay, also pass auf, folgende Sache. Wir haben am Anfang der Folge gesagt, wir verlosen das erste Grundstück, weil man gerade ausläuft. Okay. Und man kann sich auch immer nur eine Sache wünschen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich will alle haben oder sowas. Okay. Aber ja? Du kannst dir natürlich wünschen, dass du das erste Grundstück gerade ausnimmst. Das gebe ich dir dann auch. Okay. Dann müssen wir ein anderes Grundstück verlosen. Ich meine, du darfst halt bestimmen, weißt du? Das wäre mega nice. Gut, dann würde ich sagen, Lace, du stehst ja auch hier vorne schon. Dann kriegst du auf jeden Fall hier das Grundstück. Viel Spaß damit, Leute. Perfekt, sagt dann, danke schön. Sonst sagt der nächste gleich einfach, yo, ich möchte alle City mit Platz. Ja, man kann sich immer nur eine Sache wünschen, das ist klar, ne? Aber Leute, ich würde sagen, wir verlosen dann einfach das Grundstück auf der anderen Folge hier auf meinem Instagram-Account. Nur deswegen wisst ihr Bescheid, das hier wird dann verlost, nicht das hier vorne. Und ja, finde ich richtig cool, dass du dabei warst, Lace. Ja, darf ich jemanden grüßen? Natürlich, grüß ruhig. Suli, ich grüße Suli. Ja, der spielt auch auf dem Server und der muss jetzt leider quitten, weil er viel zu viel arbeitet. Und oh, das ist mies. Ja, das ist Huli. Liebe Grüße. Ich hoffe, du kommst irgendwann mal wieder auf Gücher Games. Okay, danke schön. Ich würde auch sagen, die Folge beende ich jetzt, Leute. Haut rein, gebt ruhig einen Daumen nach oben. Bis dann und tschüss.